Willkommen zum zweiten Teil unseres Symposiums und ich freue mich sehr, dass wir jetzt noch mehr Personen geworden sind. Herzlich willkommen. Ich vermute mal, es sind auch einige aus Stefan Breitbachs Forschungskolloquium jetzt hinzugekommen. Ich freue mich sehr, Stefan Breitbach, Professor für Englisch-Didaktik hier bei uns. Jetzt habe ich die Freude, Michael Schratz ankündigen zu dürfen. Michael Schratz bekleidet im Moment den Fritz Carson Chair hier an der Professional School of Education in Berlin, eine Gastdozentur. Und wir sind sehr froh, dass wir dich haben hier gewinnen können. Arbeitsgebiete in Innsbruck. Er ist dort oder war, muss man ja sagen, Universitätsprofessor. Er lag im Bereich der Schulentwicklung. Er war aber insbesondere Gründungsdekan der dortigen School of Education und wir profitieren hier sehr von seiner Expertise. Weitere Bereiche seiner Forschung, seiner Tätigkeiten sind zum Beispiel ein europäisches Doktorat in Erziehungswissenschaften. Ja. Das ist ein Teacher Education. European Doctorate in Teacher Education. Also eine bestimmte Perspektive in der Professionalisierung. Er hat aber auch ein sehr erfolgreiches Schulbuch geschrieben. Das war aber jetzt im Bereich Englisch. Ja. Ja. Also ursprünglich aus der Anglistik und der Englischdidaktik kommt. Und daher kennen die meisten ihn wahrscheinlich. Er ist Sprecher der Jury des Deutschen Schulpreises und diese Jury vergibt ja alljährlich eine sozusagen jetzt mittlerweile ja schon bundesweit sehr stark beachtete Reihe von Schulen, die dort im Sinne der guten Schulen prämiert werden. Und da bin ich jetzt auch schon bei seinem Thema. Titel seines Vortrags lautet: Den Musterwechsel anbahnen, die Praxis in Schule und Unterricht forschend erkunden. Herzlichen Dank, dass du hier bist, Michael. Ja, ich danke für die Einladung, das Privileg zu haben, hier an der Uni von dem zu profitieren, was es alles gibt, selber zu lernen und auch etwas von meinen Erfahrungen zu teilen. Und das ist ja das Schöne in der Pädagogik, dass wenn man teilt, man immer mehr davon hat als vorher. Ich habe versucht, anhand dieses Bildes aufzuzeigen, was eigentlich das Thema heute charakterisiert. Auf der Universität haben wir das Wissen normalerweise in Bücher gebunden, um sozusagen die künftigen Lehrerinnen und Lehrer auf ihre Praxis vorzubereiten. Und dann gibt es einen kleinen Spalt, durch den man durch die Praxis immer wieder sieht. Das sind die Praktika oder sonstige Encounters, die man hat. Und das symbolisiert für mich die Auseinandersetzung, wie kann ich diese beiden Welten in irgendeiner Form überhaupt lebbar machen, würde ich sagen. Und der Vormittag, da danke ich auch den drei Referenten am Vormittag, die eigentlich schon sehr viel an Paving the Way gemacht haben, also den Boden bereitet haben für das, worüber ich sprechen möchte. Ich beginne zunächst einmal, ohne gleich von der Einengung einer didaktischen Perspektive zu kommen, sondern das ist übrigens ein Bild aus einer dieser Schulpreisschulen und ich bin dort immer wieder konfrontiert mit dem, was Waldenfels den symbolischen Überschuss nennt, der biografisch in all den Menschen drin ist, mit denen wir immer wieder konfrontiert sind. Und jede didaktische Maßnahme, die wir setzen, engt diesen Überschuss ein. Das ist einmal die erste wichtige These und das, glaube ich, ist wichtig auch künftigen Lehrpersonen, aber auch uns selber als Forschenden, als Wissenschaftler deutlich zu machen. Wir können immer nur einen geringen Aspekt dieses enormen symbolischen Überschusses bewältigen. Dazu kommt, das wissen wir auch, dass es bestimmte Grundmuster von Unterricht gibt, die wir aus der Forschung kennen, nämlich dass, so wie Holzkamp das nennt, eine Sonderveranstaltung zwischen Erwachsenen und Jugendlichen, also es ist ein bestimmtes organisationales Setting, in dem das Ganze stattfindet. Barbara Tai spricht in ihrer Studie von den tiefen Strukturen, the hard truth of learning, das heißt, was immer wir hier an der Oberfläche machen, sagt sie,
das ändert relativ wenig in den tiefen Strukturen. Bad Mian hat in seiner Arbeit über die Endlosschleifen von Unterricht gesprochen, Initiation, Response, Evaluation, das man in allen industrialisierten Ländern findet. Dann Katzen spricht von der Default Condition von Unterricht und Klaus Otto Schama vom Downloading the Patterns of the Past. Das heißt, wir haben schon eine Bürde, die uns sehr stark zunächst einmal mit dem konfrontiert, dass wir einfach einmal als Grundkonfiguration oder Struktur, wenn man das soziologisch ansieht, konfrontiert sind und nicht glauben, dass wir uns da als Pädagogen lockerflockig darüber hinwegsetzen könnten. Ich hatte das Privileg, als junger Forscher ein Jahr in Kalifornien zu verbringen, an der University of California in San Diego, und habe dadurch und möchte jetzt auch im ersten Teil meines Vortrages, um Ihnen auch sichtbar zu machen, wie ich selber biografisch als Forschender geprägt worden bin, um dann auch unsere Arbeit im forschenden Lernen zu gestalten. Noam Dendzin sagt, to gain understanding of the complexities, also diesen symbolischen Überschuss, of what occurs in classroom, an approach is needed that captures and records the voices of the lived experience, goes beyond mere fact and surface appearances, presents details, context, emotions, and the webs of the social relationship that joins to one another. Yeah? Also das sind diese, wie soll ich sagen, Big Picture Approach, wo ich zunächst einmal, ich habe das A Call to Go Beyond genannt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir hinter diese Oberflächenstrukturen kommen. Ansonsten kommen wir in die vormittags schon sehr stark eingebrachten Normalitätsdiskurse, in die wir uns ja als kritische Pädagoginnen und Pädagogen ja nicht einfach nahtlos einfüttern wollen. War dann selber herausgefordert, damals mich mit amerikanischen Kollegen oder englischsprachigen Kollegen, aber auch von uns, auseinanderzusetzen, weil ich gemerkt habe, vieles, was dort diskutiert wurde, bei uns ganz anders oder warum auch immer nicht debattiert wurde, und habe hier mit diesem Buch versucht, auch für mich selber einmal mich auseinandersetzen zu müssen mit diesen Ansätzen. Und hier noch ein kleines Zitat: By neglecting the human factor in the process of research, much has been lost, and researchers are now looking for new ways to broaden the social reality in their research. Wohlgemerkt, es ist 1993, also 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert her, und habe mich aber immer wieder begleitet, und ich möchte Sie jetzt einladen, dem, was ich heute lernseitige Orientierung nenne, ich komme dann kurz später darauf noch zurück, warum ich Lernseitsforschen als diesen Call to go beyond sehe. Und dazu möchte ich vier Spuren, die ich versucht habe, in meinen ersten Annäherungen aufzuzeigen. Das erste, versuchen, wie kann ich hier diese Komplexheit in irgendeiner Form erfassen? Und wir haben das in einem größeren Projekt gemacht. Es kam dann, wir haben mit 101 Schulen damals gearbeitet. Das war 1999, 2000. Und hier ging es darum, zum ersten Mal zu schauen, wie weit Schulen in der Lage sind, sich selbst zu evaluieren bzw. sich selbst zu vergewissern, nicht extern zugeschrieben bekommen, wie gut sie sind, sondern selber dieses Ownership über die Qualitätsdebatte zu führen. Und wir haben dann überlegt, wie können wir das auch transportieren, und haben in diesem Buch die Form gewählt, die Perspektive einer Schülerin. Wir nennen sie hier Serena. In Reality war es eine Schülerin in London in einer dieser Schule, die für uns sozusagen modellhaft dann charakterisiert hat, wie können wir aus der Perspektive einer Schülerin diese Geschichten aufbauen. Und ich bringe hier die Kapitelüberschrift, um das ein bisschen auch sichtbar zu machen. Mrs. Cower, das ist die Mutter. Das heißt, es gibt immer auch diesen sozialen Hintergrund, wie setze ich mich als Schülerin überhaupt mit meinem unmittelbaren Umfeld auseinander. Dann haben wir einzelne Fachlehrerinnen und Lehrer, mit denen Serena dann ins Gespräch kommt. Dann Ursula, die kritische Freundin, die wir hatten. Und dann hat Serena Kaffee mit
dem Professor bzw. uns, die wir dieses Projekt geleitet haben, wo wir uns immer wieder konfrontieren mussten, wie können wir diesen jungen Menschen deutlich machen, worum geht es, wenn wir von Selbstevaluation sprechen. Und in der deutschen Übersetzung, wo Serena auch im Titel vorkommt, möchte ich Ihnen einen so kleinen Ausschnitt aus dieser Perspektive von Serena geben. Hier ein Zitat, sie sagt, jeder von uns rennt umher und tut irgendetwas. Wenn wir gemeinsam darüber nachdenken würden, was wir tun, wie wir es tun und warum wir das tun, dann könnte unsere Schule besser werden. Und ich möchte dieses Zitat auch nehmen und ich glaube, wenn wir versuchen als Wissenschaftler jetzt Selbstevaluation zu formulieren, dass es nicht diese Prägnanz und diese Ausdruckskraft hat, wie hier das von Serena ausgedrückte. Und das Interessante, das kommt aus einer Textstelle, wo es dann um metakognitive Aspekte geht, tatsächlich, wie kann ich mich über das, diesen Erfahrungsbereich auseinandersetzen. Ja? Das war also so dieser erste Bereich, über Geschichten versuchen, Verdichtungen von Erfahrungen zustande zu bringen. Dann spricht man im englischsprachigen Bereich sehr oft von Students' Voice, dass man sozusagen, im Deutschen ist das sehr schwierig, Stimme ist eigentlich, wir haben jetzt Anglisten da, wie kann man das besser übersetzen, wenn man Student Voice, da geht es ja auch um Ownership und nicht nur praktisch das, die hörbare Stimme. Ich habe dann versucht, was ja auch bei uns andernorts der Fall war, Schülerinnen und Schülern bei ihrer Arbeit, Sie sehen, die haben Mikrofone umgehängt, einmal laut denkend arbeiten zu lassen, um näher zu kommen. Was geht eigentlich bei denen vor, wenn sie jetzt in so einer Lernerfahrung drin sind, wo es einerseits darum ging, die Diskurse des Lernens in irgendeiner Form näher anzuschauen und dann zu schauen, call beyond, was sind die Dialogmuster, die sich eigentlich zeigen als Response auf das, was Lehrerinnen und Lehrer einbringen in den Unterricht. Hier kann ich sagen, da bin ich eigentlich gescheitert. Vielleicht war es auch zu stark, dieser technische Eingriff wäre eine Überforderung gewesen, die wir gerade im ersten Vortrag sehr gut gesehen haben, wenn wir die Komplexität dessen noch erhöhen in dem Ganzen. Ja. Also dann habe ich eine erfolgreichere Methode gefunden. Und zwar, wir haben versucht, Schülerinnen und Schülern eine Kamera in die Hand zu geben und sagen, ihr entscheidet und übernimmt das Ownership sozusagen. Was ist gutes Lernen, wo könnt ihr gut lernen, wo schlecht lernen etc. Und der Hintergrund ist hier, ich habe mit Rob Walker, er ist einer der Nachfolger von Lawrence Stenhouse, damals zusammengearbeitet und er hat sich damals schon sehr stark mit Fotografie befasst und hier ein Zitat von ihm, Photography touches on the limitations of language, especially language used for descriptive purposes. In using photographs, the potential exists to find ways of thinking about social life that escapes the traps set by language. Ja? Also, wir sehen ja das, wenn wir, und gerade bei so forschenden Lernprojekten, wenn Studierende dann an Schülerinnen und Schüler Fragen austeilen, wie schwer das ist überhaupt, je jünger die sind, sie tatsächlich dann auch in einen responsiven Diskurs zu kriegen oder überhaupt in Interviews, aus ihnen eine stimmgemäße oder kindgemäße Antwort zu erhalten. Ja? Images, und ich zitiere hier weiter, Rob Walker, are not just adjuncts to print, but carry heavy cultural traffic on their own account. Therefore, they present a vision of the relationship between subjects and objects, which manifests itself in the snapshot. Ja? Also, wir wissen das ja selber, Bilder sagen mehr als 1000 Worte, gibt es ja auch diese Umgangssprache-Formulierung. Das war etwas, einerseits etwas einzufangen, was sehr schwer formulierbar ist in diesem Surplus, in diesem Überschuss, der in einem Foto ja auch noch drin ist. Das sind übrigens die Schülerinnen und Schüler, die fotografieren und nicht der Schnappschuss selber. Ich zeige Ihnen einige. Susan Sontag, die eine bekannte professionelle Fotografin ist sie neulich gestorben, glaube ich, irgendwie habe ich was mitgekriegt, oder auch nicht. Photography is a medium which grasps reality in its whole complexity as a frozen image.
And according to Susan Sontag, photos are not only the evidence of what an individual sees, not just documents, but in a evaluation of the world view. Also dieses ganzheitliche Herangehen, und obwohl natürlich die Linse immer auch eine Richtung vorgibt. Und die haben wir natürlich genutzt, und hier beispielsweise hatten die Schülerinnen und Schüler den Auftrag zu fotografieren, wo sie den Eindruck haben, etwas, was sie gelernt haben, können sie tun und müssen hier nicht mehr länger nachdenken. Und das war in einer amerikanischen Middle School. Und da hat diese Schülerin gezeigt, sie möchte zeigen, und hat das dann fotografieren lassen, wie sie die Schuhbänder bindet. Da muss sie nicht mehr nachdenken, sondern das macht sie einfach, weil sie es kann. Ja? Und von dem dann sozusagen die Analogien zu spannen, was heißt das jetzt für das, was ich jetzt hier in einem künstlichen Raum, der sich Schule nennt, nenne? Und ich gebe Ihnen hier jetzt Bilder, die hier von Schülern gemacht wurden, ohne hier ins Detail gehen zu können. Und Sie sehen schon an diesen zwei Fotos, das sind die, die in Befragungen, Fragebögen selten auftauchen. Toilette ist fast immer aufgetaucht. Einerseits als Ort, wie man hier sieht, da gehe ich eigentlich gar nicht gern hin. Oder manchmal war es ein Ort, wo Sie gesagt haben, das ist der einzige Ort, wo ich für mich allein sein kann in der Schule. Dann hier ein Konferenzzimmer. Hier unten steht kein Eintritt für Schüler. Und die Schüler haben nach dieser Fotoevaluation dann immer ihre Fotos vor dem Lehrerkollegium zur Diskussion gestellt. Und dann war beispielsweise bei diesem Foto dann die Frage der Schüler: Hier gibt es einen Raum, wo Schüler keinen Eintritt haben. Wo gibt es einen Raum, wo Lehrer keinen Eintritt haben? Ja? Dadurch zeigt sich auch, dass sich durch dieses Ownership des Fotografierens auch ein Stück Machtverschiebung stattgefunden hat im Sinne von Erfassung der Realität. Ja. Und das Foto war auch in der anderen amerikanischen Schule, wo sie dieses Peer Learning als eine wichtige Perspektive gesehen hat. Sie lernen dann gut, wenn sie einen Mitschüler oder Mitschülerin haben, mit denen sie sich zusammen darüber unterhalten können. Das war für mich eine sehr reiche Erfahrung, die wir immer noch zum Teil einsetzen in einzelnen Forschungsprojekten als zusätzliches Instrument. Und ich komme zu dem, was mich jetzt in den letzten Jahren sehr geprägt hat, nämlich die Phänomene von Lernen stärker zu erfassen. Dazu muss ich vorwegschicken, dass damit zusammenhängt für mich, was ich vorher mit Lernzeit bezeichnet habe, um einerseits eine Position einzunehmen gegen die heutigen Tendenzen zu sagen, Lehrende sind nur Berater oder Begleiter von Schülerinnen und Schülern, das wäre ein Abgeben der pädagogischen Aufgabe, die ich habe. Und diese Beziehung ist da, wie ich es immer in der Metapher einer Wippe darstelle, nur dadurch, dass Lehrpersonen, Lehrkräfte ja immer das Gewicht haben, nämlich zu wissen, was die Fragen sind und die Antworten, siehe, was ich vorher an Studien und Ergebnisse zu unterrichtstiefen Strukturen ergeben habe. Und die Frage ist, wie können wir eine stärkere lernseitige Orientierung hinkriegen in unserer Lehrerausbildung, um sozusagen nicht nur das Lehrerkönnen zu perfektionieren, das einerseits wichtiger ist, aber wir haben gemerkt, die Schülerinnenperspektive gerät immer weniger aus dem Blick. Ja. Und das ist natürlich nicht so einfach, wer selber einmal auf so einer Wippe mit einem Kind gewesen ist, dass wenn man mit dem Gewicht da unten ist, ist es nicht einfach sozusagen da drüber zu kommen. Ja. Aber das war sozusagen die Zielrichtung, die ich auch in unserem Forschungsprojekt eine Rolle gespielt hat, nämlich eine Akzentuieren, nicht wegzugehen, die Lehrerperspektive ist durch die Wippe immer als Beziehung hier im Raum, aber die Blickrichtung, die Betrachtung dessen, wohin sozusagen mein Wirken in dem pädagogischen Handeln geht, stärker zu profilieren.
Und die Schulwirklichkeit in den Formen, als diese sich Forschenden in der gelebten Erfahrung der Schülerinnen und Schüler zeigt, zu erfassen, nach angemessenen Forschungszugängen und Theorien zu suchen, Lernen als Erfahrung ernst zu nehmen und dadurch in eine phänomenologisch orientierte Richtung zu kommen. Und wir haben uns hier in unserer gemeinsamen Arbeit mit der sogenannten Vignettenforschung auseinandergesetzt, über die es hier ja schon Workshops anderzeit gab. Die werde ich nicht mehr im Detail erklären, aber sie hat hier eine wichtige Funktion, darum ganz kurze Einblicke noch. Die Forschungshaltung, das Wort Haltung ist schwierig zu verwenden nach dem, was Vormittag diskutiert war, aber zumindest, was ist sozusagen das, wie ich hereingehe, nämlich ich bin ein Miterfahrender. Das war die erste Disposition. Das heißt, ich mache genauso Erfahrungen wie die anderen und ich muss mit diesen Miterfahrungen umgehen. Zweitens, die Forschenden protokollieren miterlebte Schulerfahrungen aus dem Schulalltag, speziell der Schülerinnen und Schüler, immer natürlich in Reaktion, Responsivität zu dem, was Lehrerinnen und Lehrer tut. Und dann die Frage, wie, um aus dieser phänomenologischen Perspektive zu argumentieren, und als was zeigen sich gelebte Schulerfahrungen der Schüler, was wird sichtbar, was wird hörbar, was wird spürbar, und aus der eigenen Erfahrung, was drängt sich auf, was tut sich mit mir, was ist meine Resonanz auf das Miterfahrene und welche Sequenzen nehme ich in den Blick, um sozusagen immer auch dieses Referenzsystem aus einer Metaperspektive oder reflexiven Perspektive und nicht nur eines Gefangenseins in den Erfahrungen zu sein. Ja. Die Fragen in der Feldforschung, die wir uns damals stellten, aber ich habe gesagt, ich gehe zunächst einmal von unserer eigenen Erfahrung aus, ehe wir das dann für die Studierenden umgesetzt haben, wie zeigt sich Lernen als gelebte Erfahrung an dieser Schule, weil wir wissen, jede Schule ist im eigenen Kontext zu sehen, was bedeutet es hier zu lernen, was sind das für Erfahrungen. Was, hier gehen wir vom Vermahnen aus über Lived Experience, der gefragt hat, what is the whatness of this experience? Also schwer aufs Deutsche zu übersetzen, was ist das Wesenhafte dieser Erfahrungen und wie kommen wir auf sensible und taktvolle Weise an die gelebten Lernerfahrungen der Schülerinnen und Schüler heran, weil wir natürlich auch in einer sehr, weil wir uns nur auf einzelne Schülerinnen und Schüler konzentriert haben, waren wir unter Anführungszeichen hautnah an deren Erfahrungen dran. Dann, wie sehen wir, was wir sehen, immer auch zu hinterfragen, was für Perspektive haben wir, zugleich aber auch mitzudenken, was entzieht sich und worauf weist das hin. Das sind so Fragen, die wir uns immer wieder gestellt haben. Ich habe von Vignettenforschung gesprochen, das sind sozusagen dann die Verdichtungen dieser Erfahrungen, die aus den Feldnotizen gewonnen werden. Wir haben sie Klangkörper des Lernens genannt, und zwar dessen, weil wir wollten, dass möglichst viel von dem wieder als Responsivität sichtbar wird, was tatsächlich wir als Forschende erlebt haben. Nämlich die Erfahrungsmomente aus dem schulischen Alltag in prägnante Erzählungen verdichtet. Zugleich sollten sie natürlich den Überschuss oder möglichst viel von dem Überschuss, den ich in der allerersten Folie gezeigt habe, noch einmal beinhalten. Und sie sind in medias res und möglichst nah am Kind verfasst und basieren auf tatsächlichen Ereignissen und gelebten Erfahrungen, die sie in Spuren in sich tragen, in Abgrenzung von Vignetten, wie sie beispielsweise in psychologischen Tests vorkommen, die meistens erfundene Situationen oder zusammengetragene sind. Diese Vignetten verstehen sich als Resonanzraum, in dem Lernerfahrungen verkörpern, nachklingen und mitschwingen. Sie sind kurze, trächtige Erzählungen, welche persönliche Lernerfahrungen der Schülerinnen und Schüler aufzeigen. Sie gleichen Schnappschüssen, Sie sehen wieder diesen Bezug zu den Fotos, die dynamisches Handeln von Personen in konkreten Situationen herausnehmen und im Festhalten fixieren. Dabei hat die Vignette die Aufgabe, prägnant zu sein. Sie beschreibt nicht, sie zeigt. Das Pädagogische,
Und da zitiere ich jetzt noch einmal Vermahnen, allerdings in unserer Übersetzung, ist etwas, das eine Begegnung, eine Beziehung, eine Situation oder ein Tun pädagogisch werden lässt. Also was macht dies zu einer bildenden Erfahrung, wie wir es dann umgesetzt haben? Und das Pädagogische muss in der, wiederum Zitat, in der lebenden Erfahrung der Situation gesucht werden, in denen sich pädagogisches Handeln im Leben von Erwachsenen und Kindern ereignet, nämlich immer Lehrende und Lernende im pädagogischen Bezug. Wir haben dann, um hier auch für die, die weiterlesen wollen, wo wir das zum ersten Mal auch veröffentlicht haben und haben dort diese Vignetten ausführlicher beschrieben und etwa 70 dieser Vignetten aus dem Forschungsprojekt zusammengesammelt. Jetzt komme ich zur prägenden Erfahrung von Lawrence Stenhouse, der heute schon vormittags mehrmals zur Sprache gekommen ist. Ich habe ihn selber auch kennen und schätzen gelernt und bin dadurch natürlich auch beeinflusst von dieser englischen Schule und habe ja dann auch mit Rob Walker, seinem Schüler, mehr oder weniger zusammengearbeitet. Und er sagt, Unterrichten kann nicht als eine statische Errungenschaft gesehen werden, wie das Radfahren oder das Führen eines Logbuchs. Es ist, wie alle ehrgeizigen Künste, eine Strategie, die im Lichte einer unmöglichen Aufgabe verfolgt werden muss. Ja. Und das erscheint mir auch das Widerfahrende, dass das wirklich eine Auseinandersetzung mit einer unmöglichen Aufgabe. Ja. Schulman hat einmal gesagt, Teaching is impossible. Ja. Weil ich nicht davon ausgehen kann, dass das, was ich unterrichten möchte, bei den anderen ankommt. Ja. Die lerntheoretischen Konsequenzen. Ich gebe hier jetzt einige Zitate, um zu zeigen, in welchem Umfeld sich das Ganze bewegt. Meyer-Drawe, die spricht von brüchigen, glatten, irritierenden, schweigenden im Lernprozess. Malte Brinkmann spricht von Missverstehen, Nichtverstehen, Andersverstehen und Fremdverstehen als Spielarten kommunikativer Negativität. Holzkamp spricht von widerständigen bzw. defensiven Lernen. Göllig Zierfass, diskontinuierliche Lernprozesse, negatives Lernen, Osa und Spüchinger und Benner, bildende Wechselwirkungen zwischen den Menschen sowie zwischen Menschen und Welt sind über negative Erfahrungen vermittelt und können ohne diese weder gelingen noch gedacht werden. Ja. Also das ist ja die Herausforderung, dieses eigentlich Unmögliche nicht möglich zu machen, sondern annehmbar zu machen, mit diesen ganzen Aporien und Ähnlichem, wie sie ja in der Fachliteratur bezeichnet werden, Studierende auch nicht in glättende Erfahrungen einzuführen, sondern eher dieses Disruptive, das ja heute überall spürbar ist, auch zum Thema zu machen. Ja. Dazu noch einmal Stenhouse, der sagt, die erziehungswissenschaftliche Forscherin und der Lehrer, das ist meine Übersetzung, wo ich beim Gendern versucht habe, etwas einfacher umzugehen, Forscherin und Lehrer müssen eine gemeinsame Sprache haben. Soll die Fähigkeit zu unterrichten signifikant verbessert werden, ist eine Forschungstradition erforderlich, die für Lehrerinnen und Lehrer zugänglich ist und einen direkten Einfluss auf das Unterrichten hat. Da sind wir wieder bei der Sinnfrage, die auch Sie heute angesprochen haben. Ist das ein Add-on oder ist das etwas, was tatsächlich mit dem zu tun hat, was ich tue? Ja? Weiter, der Lehrer muss für seine Schüler entweder ein Experte sein oder sich als Lernender auf die Stufe der Schüler begeben. In den meisten Fällen reicht das Lehrerexpertentum nicht aus. Der Lehrer muss sich dann in die Rolle des Lernenden versetzen. Und diese Rolle ist pädagogisch ohne dies der Expertenrolle vorzuziehen, da sie eine forschend entdeckende Haltung gegenüber den Lehrern erfordert. Ja, also dieses eher Forschen im eigenen Lehren. Und hier, denke ich, ist auch der wichtige Schlüssel, der heute auch öfter diskutiert worden ist, in der Sinnfrage dessen, was ich hier tue. Wenn wir die klassischen Modelle anschauen, die momentan die Didaktik bestimmen, dann sehen wir das Dilemma, dass wir ja diese Input-Output-Modelle haben und die Unterrichtsvorbereitung als sogenannte Input-Steuerung und dann die Umsetzung und Ergebnissicherung. Dann gibt es natürlich die moderneren Varianten, Andreas Helmke, der eingeführt hat, von Angebot zu sprechen und was dann sozusagen die Schüler davon in Anspruch nehmen.
Und das Problem, das wir haben in unserer Zunft, ist im Gegensatz zur Medizin oder anderen Berufen, dass der Unterricht den künftigen Lehrerinnen und Lehrern ja bekannt ist, allerdings vielfach nicht erkannt. Und das ist sozusagen unsere Aufgabe, zu erkennen, dass das, was Sie selber als Unterricht in Ihrer eigenen Schülererfahrung erlebt haben, nicht einfach die Umkehrung dessen ist, was Sie dann selber später machen sollen. Daher haben wir die Situation, dass wir einerseits, um sozusagen Kompetenz zu erreichen, eine Polarisierung und eine zweite zwischen bewusst und unbewusst haben. Und im Endeffekt aus einer unbewussten Inkompetenz in eine bewusste Inkompetenz überführen müssen. Das heißt, wenn ich mir selber nicht bewusst werde, dann haben wir das, was wir sehr oft mitkriegen. Es gibt irgendetwas, was ich lernen muss, aber das nicht sozusagen aus einer inneren Bereitschaft herauskommt. Und das hat natürlich auch eine große Schwierigkeit, die das auch bei Lehramtsstudierenden so schwierig macht, dass man sie aus einer Zufriedenheit in eine Unsicherheit bringt, nämlich das, was sie glauben, sozusagen ihre stabile Situation ist, die sie so lange erlebt haben. Und wir machen zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu geben, mit den Anfangsstudierenden, die lassen wir aufstehen in so einem sichtbaren Soziogramm. Wenn hier 0 und dort 100 ist, dann fragen wir sie immer, wie viel glaubt ihr, wisst ihr schon, was ihr für den späteren Lehrberuf braucht? Ja? Und differenzieren dann noch zwischen Fach und Pädagogik. Und im Fach stehen sie meistens bei 70 von 100 und in der Pädagogik über 90. Ja? Jetzt kann man sich vorstellen, das ist sozusagen die Sicherheit in der unbewussten Inkompetenz, mit der sie an und für sich in unser Studium einsteigen. Und das hat sich über Jahre, wir haben das 10 Jahre verfolgt, es war immer ähnlich, ja? Unabhängig vom Fach und so weiter. Ja? Und das ist natürlich, ich meine, es gibt auch den in der Psychologie den Ausdruck Anfängerarroganz. Das heißt, man traut sich immer mehr zu, als man eigentlich kann. Das ist eine notwendige, offensichtlich auch erforschte Perspektive. Aber es heißt natürlich, dass ich dann diese bewusste Inkompetenz in irgendeiner Form erreichen muss. Das sind dann diese negativen, unter Anführungszeichen, Erfahrungen, die ja nicht als negativ gemeint sind, aber zumindest hier sehr stark in Frage stellend wirken. Deswegen ist hier Vertrauen eine sehr wichtige, ein wichtiger Aspekt, denn wenn ich mich plötzlich in eine Unsicherheit begeben muss, dann, dass ich nicht sozusagen in defensive Haltung komme und dann, wenn das in eine unbewusste Kompetenz geht, um die Expertenmodelle anzusehen, wie wir sie ja vormittags auch gehört haben, in diese Ebene wiederzukommen. Jetzt komme ich aber zur Umsetzung, nachdem ich hier jetzt sehr lang eingeleitet habe, was mir aber wichtig war, um auch zu zeigen, was prägt sozusagen das Modell, mit dem wir in Innsbruck arbeiten. Unser Institut, das Institut für Lehrerinnenbildung und Schulforschung, da gibt es so ein Leitbild, einen Flyer, Lehrerinnen und Lehrer werden weder geboren noch gemacht, sie brauchen Förderung und Entwicklung professioneller Kompetenz. Hier haben wir innovativ diese drei Anfangsbuchstaben, so wie es modern ist, noch einmal etwas ausgeführt mit innovativ sein, lernen, verstehen, systemisch denken und wenn man das ausklappt, dann professionell handeln. Das war so ein Aufklappbar. Innen sind dann die Beschreibungen unseres Programmes. Und um direkt zu unserem Thema zu kommen, im Eingangspraktikum, das Sie schon sehr früh haben bei uns, nämlich im ersten Studienjahr, geht es einerseits um Hospitationen, Lehrübungen, Teilnahme am Schulleben und die Projektarbeit in Form eines forschenden Lernens, das Sie hier machen müssen, um hier auch den Kontext der Einbettung zu zeigen. Und das Ziel des Forschungsprojekts im Eingangspraktikum ist einerseits das Bewusstwerden der eigenen subjektiven Theorien zu Lernen und Lehren im Unterricht und Schule, um sozusagen von der unbewussten Inkompetenz in die bewusste zu führen, beziehungsweise das überhaupt erst sichtbar zu machen und zu schauen, wie stabil sind diese Muster. Dann das Explizieren und die kritische Überprüfung dieser subjektiven Theorien, da werden sie schon einmal konfrontiert. Und dann die Formulierung von Herausforderungen an das eigene Lehren.
wenn sich das Lernen der Schülerinnen und Schüler so zeigt, welche Herausforderungen ergeben sich dann daraus für mein Lernen, um sozusagen diese Lernseitigkeit wieder in einen Dialog mit dem Lernen zu bringen und die Klärung des eigenen Verständnisses von Lernen oder Lernenden unter Zuhilfenahmen von Fachliteratur, weil wir nicht so tun wollen, als wäre das das Forschungsprojekt und dann gibt es noch die Forschung, sondern die müssen auch in irgendeiner Form zusammengeführt werden. Ich habe schon erwähnt, dadurch, dass ich sehr viel aus den Erfahrungen in den USA gelernt habe, bin ich dort auf einen, oder ist eine Kollegin eigentlich, auf den Ansatz von Descriptive Review of the Child gekommen, die gesagt haben, um sozusagen zu verstehen, was sich Lernseits abzeigt, und zwar eine der Autorinnen, die diese Methode umgesetzt hat, ist Carini, und ich, in unserem Doktoratsprojekt ist wieder eine Schülerin von ihr involviert, von der University of Colorado. And descriptive review is a systematic documentary and reflective procedure in which multi-perspective data on individual learners are gathered by individual teachers over an extended period and then discussed under a particular focus in a structured review process in regular collaboration with other teachers. The aim of this process is not to change a child or solve a teaching problem, but to gain comprehensive knowledge about children to better meet their needs in teaching them. In the descriptive review process, data include characteristic as well as irritating behavior of children and data of biographic details, aspects of formal and informal learning, relations to other children and adults and preferences and interests which are collected. Ja. Dadurch, diese Methode war, oder diese Descriptive Review ist ursprünglich verwendet in einem Lehrerkollegium, da sind wir wieder bei diesen professionellen Lerngemeinschaften und nicht nur isoliert, aber wir haben das dann übertragen in unsere Studierendensituation. Einerseits den Beobachtungsprozess als systematisches, dokumentierendes, deskriptiv-reflektives Verfahren, einerseits über Gespräche mit den Akteurinnen und Akteuren und auch den Beobachtungen und dann im Berichtsverfahren aussagekräftige individuelle Texte zu erstellen mit dichten Beschreibungen, die einerseits aus diesem Porträt entstehen, wie ich es vorher angedeutet habe, und dann angereichert durch Vignetten, wo versucht wird, solche Erfahrungen in prägnanter Form einzufangen, um hier auch nicht nur eine Beschreibung des Porträts dieser Kinder zu machen, sondern auch ihre Prozesserfahrungen, die sie machen. Und das sollte zum Perspektivenwechsel beitragen, von dem ich gesprochen habe und den ich als Musterwechsel im Titel genannt habe, um einerseits das Wissen und Verständnis von Lernen zu erweitern, aber vor allem im Hinblick auf ihre spätere Unterrichtstätigkeit auch anzureichern. Und diese Forschungsmethode bezeichnet, wie ich vorher schon genannt habe, ein systematisches etc. Verfahren. Und diese Informationen zu den Interessen, Stärken, Begabungen, die Lernbereitschaften und darüber, was sie lernen, wie sie lernen, arbeiten und Beziehungen aufbauen, sollen auch verhindern, dass vorschnelle Beurteilungen und Zuschreibungen stattfinden. Ja? Also wir wissen ja oft, was sie selber aus der Erfahrung mitbringen, der schwache Schüler, der hat schon wieder nichts geleistet, ist schwach, hochbegabt, durch eine detailliertere Beschreibung dahin zu bringen, um sozusagen das, was wir ja bei diesem Herangehen nach Husserl versuchen, möglichst alles einzuklammern, was wir bereits wissen, um offen zu sein für das, was die Sache oder in dem Fall der Mensch erkennt. Das ist ein Material, wo das Ganze jetzt für die Studierenden beschrieben ist. Die müssen natürlich auch informiert werden, wie gehen sie mit diesen Methoden um. Das habe ich hier jetzt nur als Faksimile hineinkopiert. Und in der Datenerhebung geht es darum, zunächst die Konzentration auf die Lernerfahrung des Schülers, der Schülerin über einen längeren Zeitraum, wobei auch Freizeit und Lernverhalten mit dazukommen sollen, um nicht nur den engen Blick auf das jeweilige unterrichtsspezifische formalen Lernen zu kriegen. Und es sollen
ausschließlich Wahrnehmungen und Beobachtungen und auch Leibliches hier vor allem eine große, haben wir versucht, sich zu sensibilisieren, auch das Leibliche hier festzustellen. Ja. Die Aufbereitung der Daten dann über diese Porträts, von denen ich vorher gesprochen habe, mit den Vignetten, das Explizieren der eigenen subjektiven Lehr- und Lerntheorien und dann das Einbinden von Fachliteratur, wie schon erwähnt. Der Ablauf, zunächst die Verschriftlichung der eigenen Lerntheorien. Wir haben gesagt, Sie sollen einmal für sich selber in der Veranstaltung schreiben, wie Sie glauben, dass das Lernen funktioniert. Dann die Datenerhebung, Beobachtung und Protokollierung, Gespräche mit Lehrern und Schülern, wenn möglich und erwünscht. Und dann die Datenaufbereitung, dort diese Schülerporträts mit den Vignetten, sowie die Auswertung in einer kritischen Überprüfung der eigenen subjektiven Erfahrungen im Hinblick Lerntheorien auf das Beobachtete und Rückschlüsse für den Unterricht und konkret für die eigene Unterrichtspraxis, um wieder das Ganze einfließen zu lassen in ihr eigenes zukünftiges Tun. Hier, Sie können selber drauf schauen, das meiste ist Ihnen wahrscheinlich ohnehin in Feldphasen. So oft wie möglich sollten Sie die Schülerinnen und Schüler natürlich auch treffen. Und die Vignetten sind dann diese kurzen Erzählungen, diese Schnappschüsse von Handlungen und die Porträts dann diese Darstellungen. Und wir haben dann hier noch versucht, den Studierenden ein paar Anregungen zu geben in der Einführung. Greifen Sie eine für Sie prägnante Erfahrung auf. Wo merke ich auf, um auch zu zeigen, was affiziert mich eigentlich? Was ist es, was mich speziell anspricht? Weil das hängt natürlich auch sehr stark mit der eigenen Sozialisation zusammen. Was spricht mich an? Woran erfahre ich etwas Neues? Und Sie sollten dann, das ist so das Einführen in den Schreibprozess, aber auch die Sinne insgesamt einzubauen, was ist hörbar, was wird spürbar, welche Aussagen, Zitate, Regeln, die sich auf Tafeln wenden oder Gängen finden, springen ins Auge, um eben auch Artefakte mit einzubeziehen und welche Verben und Adjektive geben die Tonalität und Atmosphäre des Wahrgenommenen wieder. Also das ist der Versuch des Sensibilisierens, um sozusagen in diese Überschusssituation hineinzugehen und nicht schon von vornherein in einem engen, didaktisch zu stark strukturierten Blick hineinzugehen. Ja. Und dann die Frage, wenn Sie zurückgekommen sind aus dem Feld im Seminar, zu fragen, was habe ich ausgewählt und darüber Auskunft zu geben, warum habe ich genau diese Szene ausgewählt, wie übersetze ich meine Wahrnehmungen und wo beginne ich, wo ende ich. Wir wissen ja, wir können nicht feststellen, wo beginnt das Lernen und wo hört es auf. Und auch dafür zu sensibilisieren, warum habe ich jetzt hier gerade begonnen? Und gerade Bildung lässt sich ja nicht als bildende Erfahrung jetzt im Moment A bis B, so wie das bei klassischen quantitativen Verfahren, wo dann versucht wird, in einzelnen Sequenzen festzustellen, wo sind Schüler beispielsweise time on task, wie das bei der Schulinspektion beispielsweise angelegt wird. Da interessiert überhaupt nicht, ob das eine bildende Erfahrung ist, sondern das ist einfach time on task. Ja. Wir haben oft übrigens gesehen, in diesen Schulinspektionen würden diese Schüler off task sein, also eher negativ beurteilt, der Unterricht, und die waren aber highly on task, aber im Sinne von Nachdenken, Vordenken. Und das ist eben der Vorteil oder das, was wir wollen, dass Sie in dieser lernseitigen Perspektive herangehen. Wenn Sie dann die Forschungsarbeit abgeben, dann gibt es wie üblich eine Einleitung mit Überblick, Verschriftlichung der eigenen subjektiven Lerntheorie mit Blick auf die Fachliteratur, kurze Überleitung zum Porträt, weshalb für Sie diese Forschungsfrage relevant ist, wie die Datenerhebung abgelaufen ist, Darstellung der Ergebnisse, nämlich der Porträts mit den Vignetten und die Auswertung über eine kritische Überprüfung der eigenen subjektiven Lerntheorien im Hinblick auf das Beobachtete, Rückschlüsse für die eigene Unterrichtspraxis und dann abschließende Bemerkungen und natürlich auch eine Literaturliste. Das ist sozusagen der Standardablauf. Und in der Reflexionseinheit, in der dann über diese Erfahrungen bearbeitet wird, das ist dann im Folgesemester, werden diese Projektarbeiten vorgestellt. Es kommt zu einer Methodenreflexion.
Kommission zu einer selbstkritischen Prüfung der Eignung zum Lehrberuf, weil der bei uns noch vom Ministerium vorgeschrieben ist, dass im ersten Studienjahr eine Orientierung in jedem Studienfach, nicht nur im Lehramt, stattfinden soll, ob das überhaupt, weil wir auch freien Universitätszugang haben und dadurch auch sehr viel Ausfälle von Studierenden möglichst in dieser Selbstselektionssituation in dieser Form darauf zurückzukommen, ob diese Eignung Sinn macht. Und dann Themen nach eigenem Interesse. Ja. Die müssen dann 2 Tage vor Beginn der Reflexionseinheit an die jeweilige Lehrveranstaltungsleitung schreiben, eine Herausforderung für das eigene Lehren, um sozusagen zu schauen, was haben die als Herausforderung erlebt. Dann die Abgabe zum Forschungsprojekt, Präsentation der Porträts, 3 Hospitationsprojekte, 3 Unterrichtsplanungen, Praktikumspass etc. Ja. Weiß nicht, können Sie das bis hinten lesen? Darf ich hinten fragen, weil dann brauche ich das nicht vorlesen. Können Sie es lesen? Hand heben bitte. Ja, danke. Weil da Schratz steht, das war nicht eine meiner Lehrveranstaltungen, das waren alles Veranstaltungen von Kolleginnen und Kollegen. Also wie Sie sehen, das sind ja Situationen, die wir alle natürlich überall erleben, aber die natürlich aus dieser eigenen Erfahrung jetzt kommen und die müssen das ja 2 Tage vor der Lehrveranstaltung abgeben, damit man sich sozusagen dann an diese Herausforderung auch vorbereiten kann als Lehrveranstaltungsleiter. Das sind Aussagen von Studierenden, die über die für uns Chancen und Grenzen darstellen, überlasse ich auch Ihnen wieder zum Lesen. Soll ja nur so ein mosaikartiger Einblick geben. Und das ist jetzt eine dieser Vignetten, die von einer Studierenden geschrieben wird, damit sie auch eine Möglichkeit hat. Die lese ich vor, weil wir normalerweise die Vignetten immer vorlesen. Die Klassenlehrerin bittet die Schülerinnen, selbstständig Aufgaben im Buch zu lösen. A macht sich motiviert an die Arbeit und löst konzentriert und schnell die Aufgaben. Die MitschülerInnen sind noch nicht so weit. A schaut sich in der Klasse um. Die Klassenlehrerin geht zu A und spricht kurz mit ihr. A steht auf und wäscht die Tafel. Ihr Gesichtsausdruck deutet auf Langeweile hin. Sie setzt sich wieder an ihren Platz und wartet. Als die MitschülerInnen bereit sind, die Aufgaben zu korrigieren, wacht A wieder auf. Ihre Hand schießt nach oben. Sie weiß die Lösung. Die Klassenlehrerin nimmt aber zuerst einen anderen Schüler an die Reihe. Seine Antwort ist nicht richtig und die Klassenlehrerin bittet den Schüler, sich die Aufgabe nochmal anzusehen. A wird ungeduldig. So schwer ist das jetzt aber wirklich nicht, ruft sie leise, aber hörbar in den Raum. Die Lehrerin ermahnt A. Wenn ich geduldig sein kann, dann kannst du das auch. A beginnt in ihrem Buch zu blättern. Sie scheint das Interesse verloren zu haben. Erst gegen Ende des Vergleichs meldet sich A wieder. Diesmal kommt sie an die Reihe, ihr Gesicht leuchtet auf und die Langeweile von vorher ist wieder verschwunden. Das ist eine der von den Studierenden geschriebenen Vignetten, wo, wie gesagt, der Anspruch ist, sich eine solche Szene verdichtet, prägnant, nicht präzise zu beschreiben, um sie dann bereit zu haben, um zu lesen. Da sollte ja möglichst wenig interpretiert, möglichst erfahrungsnah gearbeitet werden. Wir wissen alle, dass natürlich jeder Schreibprozess schon auch eine Interpretation ist, aber zumindest das epochemäßig einzuklammern, was man schon weiß, ist eine wichtige Schulung, um eben von diesen Zuschreibungen am sehr frühen wegzukommen. Dann ist die Frage, was löst die Vignette aus, wenn wir sie verwenden? Es zeigt sich immer etwas als etwas und in welchen Formen, was zeigt sich, in welchen Formen und worauf deutet das sich Zeigende hin? Das sind dann sozusagen die
Perspektiven, die wir dann im Anschluss daran vor allem in einer Lektüre behandeln. Was aber, bevor ich zur Lektüre komme, wir immer machen, wir schauen, wie zeigt sich Lernen, um irgendwie wegzugehen von einer engen Interpretation, weil Lernen eben so vielschichtig und vielfältig sein kann. Das sind jetzt die Moderationskarten, die Kollegin Westphal-Greiter und Christian Hofbauer verwendet haben, und wir haben das hier im Workshop zu den Vignetten damals auch gemacht im Raum. Wir haben dann dieses Wordle verwendet, um zu schauen, welche Verben hier alle aufgetaucht sind, in denen sich Lernen zeigt. Und das ist für uns ein Versuch, auch von einer zu Engführung von Lernen zu kommen und zu zeigen, dass es sehr unterschiedliche Formen, das auch zulassen, zu berührt werden, denken, befähigen, reflektieren, das sind alles Schattierungen sozusagen im Sinne eines Antwortregisters, um jetzt zumindest von Waldenfels den Titel aufzunehmen, zumindest war er für uns auch leitend in gewisser Weise, weil wir immer wieder erhoffen, wir können dadurch auch ein solches Register erstellen, haben aber dann gesehen, das ist eigentlich wichtiger in der Arbeit in den Gruppen, um diese Vielfalt zu sehen, die Lernen hat. Ja. Hier ist eine Beschreibung wieder einer Studierenden, das lasse ich Sie wieder selbst lösen, wo Sie sozusagen in Ihrem Abschlussportfolio, die Studierenden müssen am Abschluss des Studiums ein Portfolio über ihre persönlich professionelle Entwicklung schreiben, und das ist ein Ausschnitt daraus im Hinblick auf das, was wir hier gemacht haben. Ich bin jetzt gleich am Ende, dass wir noch diskutieren können. Und das ist jetzt eine weitere Vignette von dieser Studierenden, die ich jetzt nicht mehr aus Zeitgründen durchgehe, aber wir sehen hier, wir nennen das Lektüre, dass wir eine Vignette dann aus unterschiedlichen Perspektiven lesen können. Wir wollen es nicht so sehr als Interpretation klassischer Form bezeichnen, sondern eine Lesart. Ja? Und ich kann eine Vignette mit ganz unterschiedlichen Lesarten herangehen. Und das ist eine, wo eben Stefanie Kröll hier schreibt, meiner Meinung nach zeigt sich Lernen in dieser Situation als Verunsicherung. Die Gestik und Mimik der Schülerin verriet ihre Unsicherheit. Sie lächelt um ihr. Ich möchte mit Ihnen einfach nur die Textur aufzeichnen, wie wir versuchen dann mit diesen Erfahrungen sensibel umzugehen, damit dann tatsächlich auch dieses reflektierende Moment, allerdings nicht als zu starke Prägung da zu sein und durch die verschiedenen Lesarten dann auch zeigen, man kann ein und die andere Erfahrung auch aus sehr unterschiedlichen Perspektiven beobachten. Abschließend noch einmal zu Lawrence Stenhouse zurück, der sagt, Theorie entwickelt sich allmählich aus der Überprüfung von angehäuften wobei es sind nicht nur Beobachtungsdaten, sondern insgesamt Erfahrungen. Sie ist partiell und fragmentarisch. Sie strebt nicht nach Generalisierung von Erkenntnissen, sondern dient der Charakterisierung der Einmaligkeit bestimmter Situationen. Ja, weil mehr können wir mit diesen Vignetten und Porträts natürlich auch gar nicht tun. Und als Schlusswort, und deswegen finde ich es auch sehr wichtig für uns als Lehrerinnen und Lehrerbildner, tatsächlich diese Aufgabe auch ernst zu nehmen. Denn, so sagt Stenhouse, es sind Lehrerinnen und Lehrer, die schlussendlich die Welt von Schule und Unterricht verändern werden, indem sie sie verstehen. Dankeschön.